Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Tiki Boink und das ist Endless Space 2. Unschuldig wie ich bin, gucke ich doch gerade meinen Diplomatiestatus rein und sehe doch Folgendes. Hey, wir könnten eine Allianz mit den Lumeris eingehen. Und die Lumeris, das sind die Kollegen hier oben. Allerdings, wenn wir das tun, dann passiert Folgendes. Die sind in Krieg mit dem United Empire. Und der ist eh schon aggro auf uns. Und wenn wir das machen, dann tritt der, oder treten wir in den Krieg ein und sind auch sein Ziel. So gerne ich das also machen würde, es funktioniert einfach leider nicht. Ich weiß gar nicht, Handelsabkommen geht das auch so? Handelsabkommen geht und auch Wissenschaftsabkommen, nochmal 800. Würde auch gehen. Boah, dann würde ich das doch, glaube ich, auch tun. Oder? Ja, machen wir. Oh, this is better than good business. It's great business. Super. Finde ich gut. Nicht zu unserem schlechtesten. Läuft alles. Ja, Wissenschaftler natürlich. Ich lasse mal durchlaufen diesmal. Wow, das war eindeutig. Die Argosie ist bereit. Planet Kyros entdeckt. Hm. So, 24 von 32 sind Wissenschaftler hier bei uns im Parlament. Oh, Hauptsitz für Handelsgesellschaft. Mega. Das wird dann wohl Centaurus. Wo fliegt er denn jetzt hin? Dahin. Okay. Quest gestartet. Anti-Held der 1000 Gesichter. Neues Ziel, die Spuren des Fotobombers sind zahlreich. Untersuche alle markierten Kuriositäten. Es erfordert ein großes Maß an strukturiertem und geordnetem Handeln, Schiffe zu bauen und Handel in der gesamten Galaxie zu betreiben und dabei gleichzeitig die Angelegenheit von Milliarden von Büchern zu regeln. Von Büchern, von Bürgern. Präzision und Kontrolle stehen an oberster Stelle. Ohne sie würde die Welt ins Chaos stürzen. Ein furchteinflößender Gedanke. Allerdings treibt ein Akteur das des Chaos an Unwissend in der Galaxie. Ein seltsames Wesen einer noch wenig bekannten Spezies. Bekannt ist es nur unter dem Namen Fotobomber. Aber seine Streiche, Diebstähle und Einbrüche destabilisieren die Finanzinstitutionen und Polizeikräfte in so manchen Systemen. Jedes Mal, wenn das Gesetz fast in die Finger bekommt, entgleitet ihnen der Fotobomber, nur um an einem anderen Ort wieder aufzutauchen, um mit einer neuen Identität und neuen Tricks neue Leckerbissen zu ergattern. Es ist an der Zeit, diesem Treiben ein Ende zu setzen und den besorgniserregenden Aktivitäten des Fotobombers mit Recht und Ordnung entgegenzutreten. Law and Order. Die Regierung der Galaxie haben ihre Streitkräfte zusammengezogen, um ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen. Derjenige, dem es gelingt, diesen gerissenen Schurken zu finden, erhält die beste Belohnung unter den gespendeten Preisen. Ja. Klar. How are you?
Ich weiß, dass du mit mir eine Allianz willst, aber das kann ich jetzt nicht machen. Ich würde, wenn ich's könnte. Leider nicht. Was ist hier auch dustmäßig gar nicht so gut? Erweiterte Minen. Ja. Boah, jetzt muss ich hier gegen die blöden Kack-Piraten kämpfen. Moment mal, kann ich hier überhaupt Kuriositäten mit untersuchen? Ich glaube nicht. Ist eh für die Katze, ne? Wo ist mein Schiff? Was ist denn das hin? Verschwunden. Krass. Oh, der Schlacht Estre. Ich glaube, mit denen fliege ich nicht weg. Toll. Ach, reg ich mich das auf. So, Foris. Was machen wir hier? Food ist okay, das ist eigentlich alles okay. Pretty uncivilized to do that. Ja, ihr steckt bis zum Hals in der Tinte. Ich bin unterwegs. Oh, hier ist was Blödes, ne? 535. Eieiei. Grüne Drogen ist die nächste Forschung. Das ist auch eigentlich alles okay, außer natürlich Dust, aber das ist ja generell nicht so gut. System verloren? Nö. Also ist doch alles gut. Was beschwert er sich denn so?
nicht nachzuvollziehen. Ja, der Ascherplanet. Ich glaube, ich stehe auch nur auf Platz 3. Ja. Sogar ziemlich eindeutig. Stop toying with the Empire. Können Sie mir nicht zur Hilfe kommen? Nein! Ich will mit euch nichts zu tun haben, Mensch. Kann man meine Systeme schützen hier? Viel wichtiger. Bin ich gerade ein Schiff fertig geworden? Ach, da. Deine Allianz steht kurz vor dem Sieg. Wuhu. Jetzt sind die Lumineris unserer Allianz beigetreten, was mal ebenso bedeutet, Stop toying with the Empire. Ja, dass er mit uns jetzt im Krieg ist. Toll. Dankeschön. Fuck. Was ist mit euch? The unfallen greet you in the hopes that your goal is. Also maximal sind 3 in einer Allianz. The Unfallen greet you again. Das ist... Nee, will der nicht, ja? Mann. Wie kann man ein Handelsabkommen nicht wollen? Wie geht das? Ja. Tja, liebe Freunde, ich, muss mich jetzt gegen den Grünbär da irgendwie verteidigen. Okay, das können wir auch in der nächsten Runde machen, da ist das Portal fertig. Neue Beziehung, Krieg, ja. Aber immerhin, dadurch, dass wir jetzt eine Allianz haben, kann es gut durchaus sein, dass wir trotzdem gewinnen. Auch gut. Auch sehr, sehr gut. Möchte ich jetzt noch was anderes hier kolonisieren? Hier vielleicht? Achso, er ist angeschlagen schon zur Hälfte. Dann kann ich ihn auch in den Tod schicken. Jetzt auch noch gut. Wie gesagt, er könnte jederzeit angreifen, was er nicht macht. Durch, was Produktion angeht. Patriotenpillenfabrik, das ist mein Liebling. Plus 20 Food und ein neuer Rumpfboden.
Sind das hier Bomben? Fusionstorpedos? Zwischenräume. Ich nehme kulturelle Invertik. Neues Ereignis Schleudern. Deine Flotte erreicht das System Jedix und hat kaum die Überlichtgeschwindigkeit verlassen, als ein Felsgürtel, der einen der Planeten umkreist hat, sich löst und auf einen sorgfältig kalibrierten Kollisionskurs geht. Aufgrund der aktuellen Trägheit und des Bewegungsmoments ist eine Kursänderung leider nicht mehr möglich. Untersuchen minus 20% Flottenenergie oder aber zerstören sind minus 2 Bewegungspunkte. Ich nehme die Flottenenergie. Wir untersuchen das. Zu beenden. Dein Imperium hat nicht genug Truppen, um deine Sternsysteme und Flotten aufzufüllen. Toll. Wissenschaft macht sich bezahlt. Plus 15 Production. Geil. Oh, die Vodiani möchten jetzt was von Stillstand. Machen wir, oder? Machen wir das? Machen wir. Wir nehmen das an. You're one of our favorite fish in this galactic sea. So, dann sind die nämlich schon mal raus. Das dauert 10 Runden. Mit den anderen haben wir eine Allianz. Aber immer noch nicht weder. Das, jetzt wird es nämlich langsam haarig hier, weder dass die Sophons hier eingreifen und einfach mal Truppen hinschicken, noch dass er das in irgendeiner Form hinkriegt. Ne? Aber wenn wir jetzt eh wieder Freunde sind, ist das ja egal. Unter Freunden macht man es nämlich eigentlich nicht. Ich bin auch unfassbar müde. Boah. In den letzten Tagen nicht so gut geschlafen. Könnten wir denn da eigentlich auch eine Pause machen? 17 Minuten. Boah, das ist eine kurze Folge. Wenn denn dann... Kann ich hier schon... Nö, 5 Runden muss ich warten. Geht. So, du hast noch Shuttle dabei. Shuttle dabei, Shuttle dabei. Shuttle, 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 Shuttle. 2 Shuttle sind hier noch. Sollen wir die hinzufügen? Also die auf jeden Fall gruppieren, die 2 langen Schiffe. Und wenn wir die Shuttle noch dazu nehmen, boah. Dann... 2428 Angriff. Also der Typ ist sowieso ein bisschen komisch. Also würde ich sagen, ich fliege da mal hin. Ich sag mal hallo. So, einfach so. Minus 1 Truppen. Dirt. Ich muss irgendwie pushen. Ja, Kapazität können wir pushen, aber nicht. Tja. So viele untätige Systeme. Fahrschein. Hier. So, alle versorgt.
Ich schlafe hier schon fast vorm Rechner ein. Deswegen machen wir einen kurzen Break. Ja, tut mir leid. Denn es war ein bisschen kurz, aber ich bin verdammt müde. Aber es wird besser. Ich finde dieses Spielprinzip durch die Portale ziemlich cool. Es ist auch eigentlich gar nicht so schlecht. Oder sagen wir es mal anders. Es ist zu Anfang vielleicht etwas einfacher. Aber zum späteren Spielen, es geht halt so langsam, dass du fast die anderen schon ausgebaut hast. Da kommt neuer dazu. Und ja, ich weiß nicht. Ich hätte es in irgendeiner Form so gemacht, dass die Einträge sich wirklich sehr ähneln. Nun denn, ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!